Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte, bevor das Licht weg ist, ich hatte diverse Projekte, bin gar nicht, wollte eigentlich ursprünglich vielleicht ein bisschen mehr filmen, aber hat nicht sollen sein. Und jetzt reicht es noch für ein kleines Video. Ich möchte mal gerade ein bisschen mich solidarisch zu den anderen zeigen, die da auch mehr Probleme haben als ich, aber einfach mal so ein bisschen über YouTube-Kommentare rumstellen kann, aus Sicht desjenigen, der die Videos macht und nicht die Kommentare schreibt. Weil in der Regel sind die Mehrheit derjenigen, die die Kommentare schreiben, ja Leute, die nicht selber auch Videos machen, sondern in Anführungszeichen nur Kommentare schreiben. Das ist ja per se überhaupt nicht schlecht. Und ich möchte auch jetzt nicht die Leute, die hier jetzt zugucken, persönlich irgendwie angreifen. Auch nicht sagen, okay, die Gruppe, die jetzt hier zuguckt, da sind ganz viele dabei, die das jetzt betrifft. Wahrscheinlich so gut wie keiner. Vielleicht zwei, wenn überhaupt. Aber es wäre mir einfach mal wichtig, aus Solidaritätsgründen mal so ein paar Kommentare anzusprechen, die kacke nervig sind, die bei mir extrem selten sind. Bei anderen Kanälen offensichtlich teilweise ein bisschen häufiger vorkommen. Und da möchte ich einfach mal aus Solidarität sagen, die sind scheiße. Und da gibt es zum ersten Mal den klassischen Hass-Kommentar. Ne, das kennt man ja, das wird ja schon in den Medien entsprechend viel diskutiert. Also wenn da wirklich jetzt nur steht, du bist scheiße, geh sterben und Schlimmeres, da brauchen wir gar nicht diskutieren, dass sich das selbstverständlich nicht gehört. So ein Kommentar hat in keinster Weise irgendeine Daseinsberechtigung. Derjenige, der sowas schreibt, der möge bitte das Gleiche tun, wie er in diesem entsprechenden Kommentar dann geschrieben hat. Das wäre auf jeden Fall für alle Beteiligten und die Welt eine große Verbesserung. Gut, das kann man diskutieren, das ist alles kein Thema, aber wir sind uns sicherlich einig, dass irgendwelche Hasskommentare einfach bescheuert sind und nichts im Internet zu suchen haben. Da brauche ich jetzt auch nicht weiter mehr was zu sagen. So, dann gibt es die Kritik, die mehr oder weniger heftige Kritik ohne irgendeinen Verbesserungsvorschlag. Ne? Also die nicht konstruktive Kritik. Heißt, jemand geht her und sagt, Video ist schlecht. Oder irgendwas in der Richtung. Ne? Also das kann durchaus noch ein bisschen heftiger ausfallen, aber im Endeffekt, wenn man die ganzen anderen tollen Dinge, die da sonst noch drin stehen, alle rausstreicht, dann läuft es darauf hinaus, dass da jemand im Prinzip nur sagt, dass ihm das Video nicht gefallen hat. Sowas halte ich schlicht und ergreifend für sinnlos, weil es kommt drauf an. Es gibt einen Ausnahmefall, wo das vielleicht ganz sinnvoll sein kann, wenn es sich um einen winzig kleinen Kanal handelt, wo offensichtlich eine zum Beispiel ziemlich junge Person sich mehr oder weniger lächerlich macht. Dann sollte man vielleicht einfach aus Nächstenliebe, müsste ich da fast schon sagen, dieser Person das relativ frühzeitig mitteilen, dass es für sie auf keinen Fall eine gute Idee ist, ihre Fresse in die Öffentlichkeit im Internet zu halten, weil das kann nur Nachteile haben. Ja, das ist dann später beim Job nicht gut, das ist in keinster Weise sonst irgendwie später gut und im schlimmsten Fall kann das sogar sein, dass die entsprechende Person zu einer traurigen, weil alle machen sich drüber lustig, Internetberühmtheit wird und das will ja wirklich keiner und das hat auch niemand verdient, das ist dann zu so was kommt und deshalb finde ich dann in diesem Zusammenhang eine Kritik im Sinne von lass die YouTube-Karriere bloß sein, bisschen freundlich formuliert vielleicht, aber doch eindeutig, dass da auch keine Interpretationsschwierigkeiten auftreten, da finde ich das gut. So, wenn man jetzt aber einen ähnlichen Kommentar bei jemandem schreibt, der meinetwegen 10.000, 20.000, 30.000 Abonnenten hat oder sonst wie und es sich ohnehin um ein Nischenthema handelt, wie zum Beispiel bei uns im Outdoor-Bereich. Bei uns im Outdoor-Bereich bist du ja mit 1.000 Abonnenten eigentlich schon gar nicht mal so unetabliert, ne? Oder mit 5.000 bist du schon gut dabei und ab 10.000, da gibt es dann gar nicht mehr so viele, die da noch drüber sind, die kann man dann so langsam an zwei Händen abzählen. Und demzufolge, also die deutlich signifikant über 10.000 sind. Die mit 10.000, da gibt es glaube ich ein paar, ich habe ehrlich gesagt schon länger nicht mehr genau nachgeguckt, wie viele denn eigentlich noch über mir sind. Das interessiert mich schon lange nicht mehr. Das hat mich am Anfang, muss ich ganz ehrlich gestehen, hat mich das so ein bisschen interessiert. Da habe ich mal ein bisschen geschaut, aber inzwischen ist mir das völlig egal. Aber gut, jedenfalls, da macht es ja nun wirklich überhaupt keinen Sinn. Das sind etablierte Kanäle. Die machen das zum Teil schon seit Jahren.
Die wissen, was sie tun. Die haben eine fest installierte Fanbase, wie man das ja so schön nennt. Es gibt also wirklich eine Gruppe von Leuten, die das gut finden, was die da so tun. Und damit steht das ja wirklich nicht zur Disposition, dass die jetzt wegen irgendeinem anonymen Kommentar von irgendwem, der in der Lage war, sich einen YouTube-Account anzulegen und eine Tastatur zu bedienen, dass die jetzt deswegen anfangen, ihren Kanal zu hinterfragen, ob der jetzt eine Existenzberechtigung hat oder nicht. Man wird als Videoproduzent so jemanden dann in die Hater-Schublade stecken und damit ignorieren, weil das das einzig Wahre ist, wie man mit solchen Leuten dann entsprechend umgehen kann, nämlich ignorieren, dass sie existieren, Kommentar gegebenenfalls löschen, wenn er beleidigend gewesen ist, so mache ich das zumindest, und dann weiter im Text, ne? Und ein paar positive Kommentare lesen, um das Selbstwertbewusstsein, wieder ein bisschen anzuheben. Das ist, glaube ich, so die primäre Vorgehensweise, die ich da jetzt empfehlen würde, vielleicht auch noch für ein paar kleinere Kanäle, die jetzt auch noch nicht so lange dabei sind, so als kleinen Tipp. Nicht lange drüber nachdenken, am besten wirklich löschen, wenn es beleidigend war oder wenn es zu sehr nervt, und positive Kommentare lesen, positive Kommentare beantworten, das ist auch eine schöne Sache, wo es einem danach eigentlich in der Regel ein bisschen besser geht. Und ja, das zum Umgang mit diesen Kommentaren. Dann gibt's die Sandwich-Kritik. Da versucht jemand, seine nutzlose Kritik, weil nicht konstruktiv, schön zu verpacken. Die habe ich mal kennengelernt in einem Kurs in der Uni, wo es eben genau um sowas ging, kritisieren, Konfliktmanagement und so weiter und so fort. Und die Sandwich-Kritik ist so die am häufigsten vorgebrachte Kritik von Leuten, die es im Grunde gut meinen, aber zu blöd sind, es richtig zu machen, um es mal ganz drastisch zu formulieren. Kritik verpackt zwischen zwei Scheiben Lob. Hilft im Prinzip niemanden, ist nur etwas weichgespülter als die einfach nur Gemecker-Kritik, die wir eben angesprochen hatten. Ne? Also wenn du sagst, du hast einen tollen Hut auf, dein Video ist scheiße, aber du hast einen tollen Hut auf, dann ist das genauso wenig zielführend und hilfreich für denjenigen, der die Videos macht, als wenn du dem halt eben erzählst, deine Videos sind scheiße und die Sache mit dem Hut weglässt. Also das ist wirklich, es kommt häufig vor, dass jemand denkt, er würde jetzt meint's gut und macht eine freundliche Kritik und verpackt sie halt eben zwischen Lob. Aber eine wesentliche Komponente, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, fehlt, damit es zu konstruktiver Kritik wird, die eine wahre Kritik, die jeder gerne sieht. Ich habe noch keinen YouTuber irgendwie mal auch nur ansatzweise andeuten gehört, dass er nicht gerne konstruktive Kritik hat. Nämlich, konstruktive Kritik hat zwei wesentliche Elemente. Sie stellt einen konkreten Sachverhalt, kritisiert sie, was Konkretes. Du in Minute 327, das ist jetzt auf meinen Kanal gemünzt, so lange sind die Videos jetzt ja auch nicht, sagst du, das wäre eine Traubenkirsche, es ist aber eine Vogelkirsche. Buff. Das war eine konstruktive Kritik, weil es wird konkret gesagt, was ist das Problem, und es wird konkret eine Lösung für das Problem angeboten. Nämlich, sag, es ist nicht Vogelkirsche, sondern es ist Traubenkirsche, oder umgekehrt, ich weiß es jetzt schon nicht mehr, ist aber egal. Nicht konstruktiv wäre jetzt auch, wenn man zwar konkret etwas kritisiert, nämlich, du sagst bei Minute so und so, das ist eine Traubenkirsche, das ist falsch, tschüss. Weil dann weiß man nicht, okay, labert der jetzt nur Scheiße, war das tatsächlich falsch, weiß er das überhaupt, und was soll es denn sonst sein, wenn es keine Vogelkirsche ist? Also damit kann man auch nicht so viel mit anfangen, aber wenn dann gleich eine Richtigstellung eben hinterherkommt, guck doch mal, es könnte das und das sein, dann ist der Fall sofort klar. Wenn jetzt so eine Kritik dann noch freundlich formuliert ist und die jetzt zwischen zwei Scheiben Lob verpackt wird, das wiederum hat eine Daseinsberechtigung. Ne? Also das konstruktive Sandwich, das finde ich, ist so die beste Form von Kritik. Gerade eben, wenn man es gut meint mit der zu kritisierenden Person, dann kann man der noch was Freundliches mit auf den Weg geben. Einziger Nachteil am konstruktiven Sandwich ist halt eben, dass es möglicherweise zu freundlich ist. Weil Kritik sollte auch schon die Funktion haben, dass man damit eine gewisse Aufforderung zur Verbesserung einbringt. Damit ist aber wichtig, das ist generell bei Kritik zwar so,
darf man es aber auf YouTube auf keinen Fall übertreiben, weil es handelt sich ja nur um, im Regelfall, gerade jetzt so im Outdoor-Sektor, um Videos, die jemand macht, um halt eben seine Zuschauer damit, ja, glücklich zu machen, um es mal drastisch auszudrücken, um denen einen Gefallen zu tun, weil er denen gerne so ein bisschen was erzählen möchte und da eben entsprechend Spaß dran hat. Es ist ja nicht so, dass das jetzt der Chef eben zu seinem Angestellten sagt. Im Fall von Chef zu Angestellter, da ist so ein Sandwich durchaus kritisch zu hinterfragen, weil halt eben, wenn der Chef zu freundlich zu seinem Angestellten ist, ja, du hast zwar die Fabrik angezündet, aber du hast einen tollen Hut auf und in Zukunft zündest du die Fabrik bitte nicht mehr an und der Hut ist wirklich toll. Das ist nicht so wirklich zielführend, ne? Aber hingegen auf YouTube, da kann man das schon machen, weil ich meine, hat derjenige, der in seinem Video vielleicht was Falsches erzählt hat oder irgendwas, oder du bei irgendwas einer anderen Meinung bist und deine Meinung vielleicht jetzt als richtiger, als seine Meinung darstellen möchtest, hat er dir was getan? Nein. Ist es von elementarer Wichtigkeit, den jetzt anzuscheißen und der muss das jetzt unbedingt ändern, weil es für die Welt unglaublich wichtig ist? Naja, in sehr seltenen Fällen möchte ich jetzt mal meinen. Also, wenn jetzt jemand eben rassistische Äußerungen in seinem Video von sich gibt und so weiter, dann ist natürlich eine harsche Kritik durchaus angemessen. Und der würde ich mich dann auch sofort anschließen. Aber wenn es zum Beispiel eben um die richtige Baumart geht oder wie man jetzt genau einen Fire-Stil bedienen muss. Ich glaube, es gibt so Leute, die gucken sich jedes Video, wo Fire-Stil irgendwie im Titel steht, an und weisen dann darauf hin, dass man, egal was derjenige da in dem Video tut und egal wie schnell das Feuer brennt, dass man unbedingt den Fire-Stil unter dem Messer wegziehen muss und nicht das Messer über den Fire-Stil. Da geht mir teilweise dann auch mal der Hut hoch, ne? Weil man macht's durchaus richtig, beziehungsweise man weiß, was man tut und man macht aus bestimmten Gründen mal eine andere Variante als immer nur diese eine. Na, ich glaube, da weiß vielleicht auch der eine oder andere, der in der Lage ist, einen Fire-Stil zu bedienen, aber es halt mal auch mal alternativ versucht und das dann tatsächlich filmt, wovon ich eben spreche, dass da dann doch teilweise die wohlmeinenden Hinweise etwas zu früh kommen. Gerade heute habe ich ein interessantes Video vom Saki gesehen, wo der versucht, mit normalem Brandkalk aus dem Agrarbedarf, sage ich jetzt mal, Gärtnerbedarf, irgendwie diesen chemischen Beutel, der für so Kochsets verwendet wird, zu ersetzen. Also er experimentiert da rum. So. Und das ist ein Vierteiler, diese Videoreihe. Steht am Anfang schon dabei. Und er hat es am Anfang noch nicht so wirklich hingekriegt, dass das jetzt großartig funktioniert. Mein erster Gedanke, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist der von so ziemlich fast jedem, der ja gefühlt einen Kommentar drunter geschrieben hat. Ich habe es mir mal alles durchgelesen. Nämlich, jetzt schreibt da mal drunter, was man da möglicherweise noch hätte besser machen können. Mein zweiter Gedanke war, ja Moment mal, aber das ist ja ein Vierteiler. Und er hat ja gerade gesagt, er experimentiert da noch weiter. Und da er jetzt schon weiß, dass es ein Vierteiler ist, weiß er ja schon, wie es weitergeht. Und wenn ich ihm jetzt sage, was er beim ersten Teil falsch gemacht hat, wo er das schon längst abgedreht hat und schon längst weiß, wie es funktioniert und schon längst alles durchprobiert hat und uns das nur noch jetzt nicht, noch nicht hochgeladen hat, dann ist das ja völlig für den Eimer, wenn ich jetzt sowas da hinschreibe. Deshalb habe ich jetzt so einen Kommentar hinterlassen. Ich würde auch, also zum Beispiel viele haben vorgeschlagen, man muss den Kalk vorher mörsern. Habe ich gedacht, ja, Vergrößerung der Oberfläche klingt logisch, habe ich hingeschrieben, jetzt in diesem konkreten Fall, ja, vorher mösern wäre gut, aber ich vermute mal, dass der Saki da schon selber noch drauf gekommen ist, weil das ist ja ein Vierteiler und da hat er ja offensichtlich auch schon noch andere Sachen durchprobiert und so weiter und so fort. So, und das ist jetzt einfach so was, was man vielleicht eben auch beim Kritisieren nochmal im Hinterkopf behalten sollte. In der Regel ist die Person, die die Videos macht, kein Idiot. Das ist der springende Punkt, worauf ich jetzt hinaus möchte. Immer mal so ein bisschen, wenn man schon sagt, du hast das oder sel oder jenes vergessen, bevor man da auf Senden drückt beim Kommentarschreiben, sollte man doch vielleicht noch mal ganz kurz drüber nachdenken. Ist das ein Mehrteiler? Kommt da noch was? Habe ich da vielleicht was übersehen? Und vielleicht nochmal eine Sache, die auch ganz oft was ist, was einen als Videoproduzent enorm nerven kann, ist, wenn man einen Kommentar, also wenn der Kommentar getippt wird, in völliger Unkenntnis der anderen Kommentare. Wenn ein Video zum Beispiel 100 Kommentare hat und gefühlte 80 bestehen aus der gleichen Sache.
Beispielsweise, man kann das Schweizer Mähmesser sehr wohl im ganz normalen Laden kaufen. Das ist zum Beispiel bei meinem entsprechenden Video zum Schweizer Armee-Armeemesser und zum Bundeswehr-Taschenmesser. Der Fall, da kommen das Video ist schon inzwischen gefühlt uralt und es kommt trotzdem immer wieder genau dieser Kommentar, weil ich in dem Video behauptet habe, ich habe schon längst 17 Texthinweise hingemacht, von wegen, dass ich das inzwischen besser weiß. Aber es kommen immer wieder Kommentare, da hört einer, man kann das Messer nicht im normalen Laden kaufen und zack, schreibt da einen entsprechenden Kommentar, ne? Also wirklich 90% aller Kommentare unter diesem Video sind genau das. Und dann kommt jemand auf die Idee, das nochmal dahin zu schreiben, weil er nicht in der Lage ist, auch nur einen Kommentar unter dem Textfeld, wo man seinen Kommentar gerade eingeben soll, zu lesen, ne? Das ist schwer zu ertragen als Videoproduzent und ich bin mir sehr sicher, dass ich mit dieser Meinung nicht sehr alleine dastehe unter uns, die wir halt eben entsprechend unsere Fratze in die Öffentlichkeit halten. Das ist schwierig. So, und dann ist auch noch mal sowas, was man jetzt nicht so sieht, was man bei jeder genannten Form der Kommentartypen, mal abgesehen vom Lob, Lob ist ja immer, das ist ja unkritisch, das brauche ich jetzt gar nicht erst aufnehmen, da braucht man nicht drüber diskutieren, dass Lob schön ist. Aber bei jedem dieser genannten Kommentartypen spielt eine Sache auch immer so eine gewisse Rolle, gerade bei mir. Das ist jetzt ein spezielles Problem von mir, denke ich, das haben andere vielleicht nicht so sehr, dass derjenige, der den Kommentar schreibt, ja nicht seine Identität preisgibt. Weil was wir tun, die wir unsere Fresse in die Öffentlichkeit halten, sofern wir jetzt nicht eine Maske aufhaben oder irgendwelche Seuchenspäße machen, das gibt es ja ganz selten auch mal hin und wieder. Man kann schon mehr oder weniger mal irgendwann früher oder später rausfinden, wie wir eigentlich heißen. In vielen unserer Fälle, insbesondere wenn wir es rechtlich richtig machen, brauchen wir auch ein Impressum. Das heißt, man kann auch rausfinden, wo wir wohnen. Und wir brauchen, unter anderem muss da zum Beispiel auch eine Telefonnummer drinstehen. Man muss uns nämlich anrufen können, um uns zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass irgendein Bösewicht irgendwas zum Beispiel Verfassungsfeindliches in unseren Kommentarbereich gepostet hat. Und dann kann man uns dazu auffordern, dass wir das sofort löschen. Und zu diesem Zweck muss man uns zum Beispiel anrufen können, weil das sehr schnell geschehen muss. Sonst kann einem da unter Umständen auch so ein bisschen Regressansprüche drohen. Das ist eigentlich gar nicht so ungefährlich, einen entsprechenden YouTube-Kanal zu haben, wenn der impressumspflichtig ist. Was dann der Fall ist, wenn man entweder damit Geld verdient, und das gilt auch für Centbeträge, oder journalistische Inhalte beinhaltet. Das ist bei mir der Fall. Und ja, das nur mal so am Rande angemerkt. Heißt, eine Sache, die im Internet eigentlich wirklich ein hohes Gut ist und gar nicht hoch genug geschätzt werden kann, da sind wir uns hoffentlich auch alle einig, und wenn nicht, dann solltet ihr da mal dringend drüber nachdenken, ist eben die Anonymität im Internet. Dass man mit seinen persönlichen Daten sehr, 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 sehr vorsichtig umgeht. Und der Scheiß ist, wenn man einen YouTube-Kanal haben möchte und dann halt eben auch noch diesen persönlich, mit einer gewissen persönlichen Bezug, also sprich namentlich bekannt, betreiben möchte, dann bleibt das nun mal nicht aus, dass man dafür dieses hohe Opfer, ich finde, das ist wirklich ein großes Opfer, was man da bringt, seine persönlichen Daten halt eben ganz öffentlich zur Verfügung zu stellen, bringen muss, rechtlich gesehen, man muss, man ist verpflichtet. Es gibt genug, die das nicht tun, aber im Grunde muss man das. Und ich mache es eigentlich auch falsch. Eigentlich bräuchte man eine Homepage, wo das Impressum draufsteht. Bei mir steht es nur in der Kanalbeschreibung. Das ist eigentlich nicht korrekt. So, und jetzt kommt ein sehr wohl anonymer Irgendwer daher. Und in meinem Fall, das ist wie gesagt so ein persönliches Problem, schreibt er mir zum Beispiel, er wisse jetzt das alles viel besser und dann sagt er mir, wie es auch richtig ist. So, jetzt bin ich der Meinung, es ist aber nicht richtig und ich habe recht. Und da kommt jetzt erschwerend dazu, wenn es sich zum Beispiel um ein Waldvideo handelt, wo es um forstwissenschaftliche Themen geht. Dass mir dann wirklich der Hut relativ schnell hochgeht, wenn da irgend so ein anonymer Pups aus dem Internet sagt, das sei anders als ich sage. Aber ich denke, meine Qualifikation bezüglich der Frage, ob ich mich mit dem Wald auskenne oder nicht, arroganter Moment, steht außer Frage. Das muss jetzt nun wirklich nicht diskutiert werden, glaube ich. Also nicht unter den Zuschauern, die ich hier häufiger auf dem Kanal habe. Und der Rest, dem halte ich dann wirklich gerne die entsprechende Urkunde unter die Nase. Und wenn jetzt irgendein anonymer YouTube-Zuschauer dann daherkommt und behauptet, er hätte da viel mehr Ahnung davon, das kann er gerne behaupten. Aber er kann es in keinem Fall beweisen. Und das ist halt eben das, diese Arroganz,
dass dann irgendwer der Meinung ist, unglaublich viel mehr Ahnung vom Thema zu haben als der Videoproduzent. Und dann sich da echauffiert und nein, das ist doch, oh, ich habe da viel mehr Ahnung von, das ist alles so und so und hört mir doch zu, jetzt hört doch mal endlich jemand auf mich. Selbst sowas hat man schon gelesen. Und was stimmt da nicht im Hirn der entsprechenden Person, dass die tatsächlich denkt, dass aus der Tatsache, dass sie als anonymer Pupsi im Internet irgendwas dahin schreibt, resultieren müsste, dass irgendwer auf sie hört, weil sie als anonymer Pupsi irgendwas schreibt. Das kann höchstens, wenn überhaupt, nur dann gelingen, wenn die entsprechende Person unglaublich gut sachlich argumentiert und noch Quellen dazu schreibt und so weiter und so fort. Wenn das mal unter meinen Videos passiert, ist hin und wieder auch der Fall. Das akzeptiere ich voll und ganz. Das ist natürlich super in Ordnung. Darauf gibt es dann auch immer einen Antwortkommentar. Und das kann man dann wirklich gerne ausdiskutieren, wenn da offensichtlich durch eben entsprechende sachliche Argumentation klar ist, dass der entsprechende Kommentareschreiber da auch weiß, wovon er redet. Dann kann man das alles wunderbar diskutieren. Dann kann man im Endeffekt feststellen, dass es da halt eben in der Fachwelt, darauf läuft es meistens hinaus, eben zwei verschiedene Meinungen gibt. Und Kommentarschreiber ist Meinung A und ich bin Meinung B. Und da ich einen YouTube-Kanal habe, muss Kommentarschreiber jetzt leider damit leben, dass meine Meinung jetzt einen Haufen Leute mitbekommen haben und denken, das ist so. Und seine Meinung jetzt vielleicht nur 5 Hansel es überhaupt gelesen haben. Das Leben ist hart. Das ist mir dann immer ganz ehrlich an dieser Stelle ein gewisser Trost, wenn man das im Hinterkopf behält. Natürlich ist es wichtig, dass das, was ich erzähle, richtig ist. Und ich gebe mir da auch die größte Mühe, immer nochmal nachzulesen bei kritischen Sachen, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das eigentlich stimmt, was ich da sage. Und ich bin ja auch darauf angewiesen, dass ihr das halt auch kritisch hinterfragt und dann mal nachfragt, sag mal, da erzählst du das und das. Kann das sein, dass das anders ist? Auf Wikipedia steht das und das. Und so eine Kritik ist ja auch wunderbar. Und da muss man ja auch wieder sagen, das ist ja auch die klassische konstruktive Kritik. Die und die konkrete Sache ist möglicherweise falsch. Möglicherweise ist die und die konkrete Sache richtig. Guck doch mal vielleicht nach, ob das eventuell sein könnte. Perfekte Kritik. Besser geht's gar nicht. Freundlicher geht's nicht. Konstruktiver geht's nicht. Und wenn Sie mir dann noch dazu schreiben, wo ich das genau nachgucken muss oder wo eine andere Darstellung steht, dann am besten noch mit Link. Oh, Luxus. Luxus. Also so lässt sich's dann aushalten. Ne? Ich glaube, ich habe so die wesentlichen Eckpfeiler des Kommentare-Schreibens auf YouTube mal angesprochen, die mir persönlich da am Herzen liegen und mich persönlich ein bisschen gestört haben. Auch, wie gesagt, eben bei anderen. Und vielleicht findet sich ja der eine oder andere wieder, wo er mal vielleicht was kommentiert hat, was nicht so hundertprozentig korrekt gewesen ist. Und vielleicht hat der eine oder andere vielleicht das Gefühl, dass er in Zukunft nur ein bisschen besser kommentieren kann. Vielleicht. Muss nicht. Kann sein. Ist nur mal so ein vorsichtiges Angebot. Ich schreibe auch nicht immer tolle Kommentare, wirklich nicht. Aber man hat einfach eine ganz andere Sicht auf das Video kommentieren, wenn man selber auch Videoproduzent ist, als halt eben jemand, der nur kommentiert und nur so ein Zeug guckt. Und. Natürlich wünscht man sich als Videoproduzent, und das versuche ich auch in meinen Kommentaren immer durchklingen zu lassen, so eine generelle Dankbarkeit an denjenigen, der das Video halt gemacht hat. Weil gerade bei kleinen Kanälen, die halt nicht viel Geld abwerfen, da ist es ja nur ein Hobby. Und da ist es ja wirklich so, dass derjenige, der das Video gemacht hat, jemandem anders, ja, seinen Zuschauern damit einen Gefallen tun möchte. Und einfach irgendeine Information, gerade im Outdoor-Bereich sind es ja meistens irgendwelche Sachen, die man erklärt, die man zeigt. Da irgendeine Information einfach mit anderen Leuten teilen will. Und das ist ja in jedem Fall ein löbliches Vorhaben, wie ich finde. Und dafür kann man zumindest mal auch immer eigentlich Danke sagen. Das schadet in keinem Fall. Und derjenige, der das Video gemacht hat, freut sich auch immer. Also da kann ich, glaube ich, wirklich von mir auf andere schließen. Ein Danke ist immer schön. Immer schön. Auch wenn man da schon 100 Danke drunter hat unter dem Video. Das 101. ist genauso schön wie das erste. Zumindest sollte das so sein. Wenn man vielleicht 100.000 oder 1 Million Abonnenten hat oder so, dann wird man das irgendwann nicht mehr so ganz zur Kenntnis nehmen. Aber in den Kreisen, in denen ich mich jetzt bewege, so von der Zuschauerzahl her, da freut man sich wirklich über jeden Kommentar und jedes Danke. Und ja, über jeden Kommentar generell, sofern es halt eben nicht ein Idiotenkommentar ist.
Und dann gibt es halt vielleicht noch ganz zum Schluss, es gibt natürlich auch neutrale Kommentare, die sind nicht schlimm, da regt man sich nicht drüber auf, die sind halt einfach nur unnötig. Ein klassisches Beispiel, Erster. Erster kann selten mal witzig sein, ganz selten. Wenn man es zum Beispiel zum ersten Mal liest, irgendwann war mal der Punkt erreicht, wo zum ersten Mal jemand Erster unter mein Video geschrieben hatte. Und da muss ich sagen, da fand ich sogar noch witzig. Da habe ich gedacht, wow, jetzt bin ich aber die Erfolgsleiter hochgeklettert, dass es jetzt auch bei mir Trottel gibt, die Erster unter das Video schreiben. Von daher, ich glaube, ich habe das dann sogar kommentiert. Oh, toll, herzlichen Glückwunsch. Also, ja. Das tut niemandem weh, es ist so sinnlos und unnötig, aber es tut wirklich niemandem weh. Also wer das dringende Bedürfnis hat, seine Zeit damit zu verschwenden, zum Beispiel Erster unter irgendwelche Videos zu schreiben, gerne, gerne, meinen Segen habt ihr. So, das war Bens Kommentare kommentieren, Moralapostel Spezialfolge, die keinerlei Waldbezug hatte. Und da man ihn jetzt nicht mehr sieht, fährt er jetzt nach Hause und hofft, dass sein Fahrradlicht jede Menge Licht abwirft, weil es geht den Berg runter. Na, ich werde schön langsam fahren, insbesondere wenn es jetzt düster wird. Und da hat jetzt kurz der Akku versagt. Ich wollte ja noch Tschüss sagen. Tschüss. So, und jetzt habt ihr euch aber ordentlich betüxen lassen. Wo geht es jetzt hier aus dem Wald raus? Ich sehe nichts. Ah, Hilfe! Hilfe! Hilfe!